Ich mach nix! Ich habe jetzt genau so gehalten, wie er gesagt. Da. Ich mach wirklich nix, Leute. Ich mache nix. Er hat doch gerade Kling gemacht. Ich halte dann genauso, wie es... Hallo, ich mach doch nix! Das ist doch unmöglich jetzt! Da... Kannst du rausnehmen, weil es nicht funktioniert. Kannst du rausnehmen, weil es nicht funktioniert. Kannst du rausnehmen, weil er wieder im Kreis dreht. Kannst du wieder rausnehmen, weil er im Kreis dreht. Du scheiß Knöpfding, scheiß Trailer. Oh Leute, wie funktioniert das denn? Kann mir das einer von euch mal sagen? Da, drinne. Ich mach wirklich nix. Oh, Mann, ey. Das war jetzt auch eine Scheißgeburt jetzt hier. So. Mit Pferdchen, da hinten ist ein roter Punkt. Da habe ich jetzt gerade mal was. Ah, ich hasse das. Ist das hier? Kurier? Beste Anbieter von Rind. Sei stehen bleiben, bleib stehen! Dieb! Bleib stehen, ey! Alter! Die habe ich nichts getan, Junge, ja? Also, stirb einfach und in Ruhe lassen. So, einmal den hier durchsuchen. Den hier durchsuchen. So, Pferdchen. Ja, feines Pferdchen bist du. Ja, bist du ein braves Pferdchen. So, dann lass uns mal. Giddy up, Junge! Alter. Ja. Und die sind toll. Platz da. Hab ich jetzt, was habe ich denn jetzt eigentlich vor? Nee, die Taverne will ich nicht.
So, den Weg habe ich jetzt hier erkundet. So eine kleine Außensiedlung. Schön, schön. Alter, so viele Aussichtspunkte noch. Eigentlich muss man es ja richtig machen, aber ich weiß nicht, ob ihr jetzt Lust dazu habt, jetzt alle Aussichtspunkte hier zu sehen. Aber wir haben hier mal ein interaktives Gespräch. Und gucken wir mal, was wir alles vorbeilaufen. Und dann können wir die ganzen Türme ja immer noch. Und so, ne? Laufen wir einfach ein bisschen mal den konventionellen Weg hier. Weg da. Gedirp, 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 gedirp. Bam, 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 bam. Das heißt, ich könnte eigentlich auch demnächst mal eine schöne Action hier irgendwie starten mit meinen zwei Fernsehern. Aber ich bräuchte auch noch irgendwie den Eingang eines zweiten Internetkabels oder sowas. Dich ist mir leider nicht machbar hier bei mir. Hast du zu viel getrunken? Deine Mutter hat zu viel langsam. Deine Mutter hat zu viel getrunken. Ja, hättest du, hast aber nicht. Also heul nicht. Junge, ey. Gib Ruhe, Köter. Schnuffi. Tom hat dich überfahren. Ich bin Torten. Platz da. Ja. Ja. Vor allem, wie ich einfach alles machen kann, ey. Erst dann, wenn ich jemanden töte. Animus-Datenbank. Oslo, nee, Old, South. Fick mich tot. Halt, meine Damen und Herren. Ich gucke gerade. Meine Augen sind entzückt. So, diesmal hat das Pferd nicht gefurzt. So, auch da mit dir. Kein Problem, ist das ja hier. Ist ja alles easy hier. Er kann ein bisschen größere Distanzen überwinden als noch im ersten und zweiten Teil. Auf jeden Fall. So. Mutter hoch da. Und da. So. Einmal mit. Okay, oder machst du? Alter, es wird ja immer höher. Das ist dann schon ein bisschen unlogisch gemacht hier. Also, ist so Ninja-Style hier, glaube ich, eher weniger. Aber naja, gut. Wenn sie meinen. Lassen wir sie mal machen. Da muss ich hinspringen. Kreisch! Beide Beine gebrochen. So, dann reiten wir mal weiter. Old Connor Buchladen. Old Connor Buchladen, ist schön. Platz da, ich muss hier durch. Dann da, okay. Ihr wollt alle sterben anscheinend. Ich kann nichts dafür, Leute. Wir brauchen hier drüben Hilfe. Oh. Wozu? Schade, dass ich keine harmlosen Leute mehr abschlachten kann. Ah, da oben ist ein Turm. Den besteigen wir erstmal mit unserer Männlichkeit. Okay, die Indianer sind also Franzosen-Fans. Okay, da unten ist ein Kurier, den müsst ihr eigentlich töten. Synchro, du Arsch! Synchron! Ich muss morgen schon wieder arbeiten, merke ich gerade. Nein! Nein! Real life und so. Den schnappen wir uns! Los! Aus da! Komm her, bleib stehen!
So, ich hab zwar keine Ahnung, warum wir die töten müssen, aber wir töten sie einfach mal. Ah ja, whatever, geschenkt. Und mal nachladen hier. So, Pferdchen, sitz. Ich höre mir jetzt ein Gespräch an. Hallo. Ich bin euch übrigens zu größtem Dank verpflichtet. Warum? Ihr sprecht mit mir. Wisst ihr, ich habe zurzeit nur wenige Freunde hier in Boston. Und was habt ihr getan, um Unwin auf euch zu ziehen? Es fing mit einer Karikatur von mir an, welche die Einheit vorschlug. Wie sonst sollen wir hoffen, den Franzosen zu widerstehen? Ich schlug etwas Ähnliches beim Albany-Kongress vor und sorgte so für einigen Aufruhr. Nun, ich frage mich, ob das Parlament wirklich unsere Interessen vertritt. Den Kolonien ginge es unabhängig und autonom vielleicht besser. Die meisten meiner Standesgenossen sehen das allerdings anders. Steht es denn wirklich so schlecht unter der Krone? Aber ihr habt euch schon die Antwort gegeben. Unter! Warum unter? Es sollte auf Augenhöhe sein. Steht Frankreich unter den Briten, die Italiener, die Preußen, die Spanier? Nein, oh sicher, vielleicht sind sie nicht immer einer Meinung und es kommt auch zu Streit, aber sie stehen auf demselben Boden. Und das sollten wir auch. Sind die Kolonien nicht nur eine Erweiterung des Königreichs? Eine weitere Grafschaft, wenn man so will? Nein, sind sie nicht. Sie sind Teil von etwas anderem, etwas Eigenständigem. Ich denke, es ist nur natürlich, Gleichheit zu wünschen. Wir lassen unsere Eltern zurück, unsere Kindheit, unsere Heimat und suchen unseren Platz in der Welt. Wenn das für Menschen zutrifft, warum nicht für Nationen? Ja, ja, ganz genau. Interessant. Aber ich habe euch nun lange genug aufgehalten. Bitte, lasst mich euch nicht von der Arbeit abhalten. Das war jetzt das interaktive Gespräch, okay? Halt ja auch seinen Wert für sich. Also ich kann heute leider nicht so eine lange Aufnahme, also keine, was heißt hier lange? Längste Aufnahmesession war knapp 1,5 Stunden. Aber heute kann ich leider nicht so lange. Ich kann immer ein aktives Gespräch mit ihm führen, okay. Ah, oh, ich bin nicht auf viele Türmchen. Die Türmchen müsste ich eigentlich da mal offline mal hochklettern, weil so viel anders werden sie jetzt auch nicht sein. Und ich will ja schon volle Synchro haben, aber es wäre ja auch kacke, wenn ich dann hier irgendwas im Spiel machen würde. Wisst ihr was? Schrotet es mir in die Kommentare, ob ich diese Türmchen mal hier abklappern soll. Ob ich das wirklich machen soll. Oder ob ihr lieber sagt, nee, macht das offline. Weil wenn ich das Spiel jetzt auch als Let's Player jetzt spiele, möchte ich es dann trotzdem so weit wie möglich vollständig haben. Oder kann ich das auch später wieder nachholen? Ich weiß es nicht. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr es so möchtet oder nicht. Ansonsten begeben wir uns da jetzt in die nächste Mission. Nein, lassen wir nicht. Gar kein Problem. So. Irgendwie ist jetzt gerade die Sicht irgendwie näher. So, jetzt ist es weg. Wo ist eigentlich mein Pferd? Du bist fett. Stirb. Schade. Die Wachen sind doch dafür da, solchem gaunerischen Treiben ein Ende zu machen. Aber als John mit dem Postmann stoppt, liegt ihr. Ja, von mir aus. Ich fand das im anderen Teil schon lustiger, wenn du auch wirklich einfach so Zivilisten mal abschlachten konntest. Oder halt mal die ganzen Bettler und hast nicht gesehen, mal kurz in die Fresse hauen konntest. Ein paar Leute unter Gerüst reinklatschen, ey, dass es schon auf die drauf fällt, auch schön. Einmal nach Seite.
Die will doch der Typ haben, oder nicht? Ist verloren. Ach, schön, 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 schön. Ach, sieht doch schön aus hier. Ups. Nö. Okay. Boom. Hi. Okay, dass er jetzt nicht stirbt, frage ich mich gerade. Ah, ich liebe es einfach. Da ist der Bastard. Er will uns abschütteln. Bleibt dran, Jungs. Nicht auf den Arm. Okay. Komm zurück, du kleine Ratte. Ich könnte jetzt voll GTA-Style hier irgendwie mir mit Buzzy cheaten oder sowas. Schade, ich kann nicht in die Masse reinballern. Na, ja, zeig dich. Weißt du was? Yeah, bam! Einfach nur, weil ich es jetzt kann. Ja, du sollst ihn auch extra nehmen. Let's get him! Okay, wir müssen mal. Boah, Alter! Jetzt tickt er aus! Jetzt reicht's mir aber auch langsam hier! Okay, ich muss mal ein bisschen lernen hier rechtzeitig Verteidigung zu drücken. Du Arsch, hast auf mich geballert. Stirb. So, bleib auf dem Boden. Da ist einer! Den schaffe ich mir! Bleib stehen! Aua! Lass mich durch! Ich muss den Kurier packen! Scheiß Kurier! Bleib stehen! Ich krieg dich! Oh, fickt euch!
Scheiß Kurier! Stehen! Ich krieg den noch, ich krieg den noch! So, den Arsch hab ich. So, jetzt kommt der Massenschlacht! Zack, zack, zack! Kein Problem, zack! Okay, verteidigen! Schön! Verteidigen! Okay, dann ist ein bisschen komplizierter. Willst du Konzentration? Ah, weil ich zwei gleichzeitig ausweiche, nehme ich jetzt jedem einzelnen davon. Schön. Oh, schön, wie ich einen nach dem anderen hier smashe hier. Aber jetzt schubst der Arsch mir auch noch. Dass ich aber kein Kopfgeld ausgesetzt kriege oder sowas. Zack. Den war ich auch noch raus, gar kein Problem. Massenmord und Totschlacht gedöns. Ah. Reicht aber auch jetzt. So, haben wir irgendwo, wo ich hier mal und so. Da. Kann ich das einfach so reinwerfen? Die Bevölkerung über einen geringen Anstieg der Gebühren für den transatlantischen Flugverkehr informieren. Oh, eine Rauchbombe. Mach ich doch. Und den weg und den weg. Na, Kleiner? Ich soll hängen. Das gehört. Das ist gemein zu mir. Ja, Leute, ich räume doch schon auf hier. Ich weiß nicht, ob es dafür einen Erfolg gibt. Was denn? Ja, was denn? Ist ja gut. Ja. Okay, Leute, mit dieser blutigen Massenschlacht würde ich jetzt einfach mal sagen, wie gesagt, ich habe leider nicht so viel Zeit heute, würde ich mal sagen, soll es das erstmal gewesen sein. Wie gesagt, schreibt mir jetzt in die Kommentare, ob ihr möchtet, dass wir das online alles machen, also sprich, dass ich euch das zeige mit den ganzen Synchronisationen, oder ob ich das lieber alles offline machen soll, wenn ich das dann wirklich haben möchte. Okay, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Und freut mich, dass ihr so lange durchgehalten habt. Und hoffentlich sieht man sich mal online.